So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Evoland 2. Es geht weiter. Und zwar haben wir gerade den Alpha bestiegen. Das war wirklich keine leichte Sache, also hatte schon recht gehabt. Und da ist irgendwas. Hier ist das Auge mit dem Stein. Oder der Stein mit dem Auge. Hier ist noch eine Kiste. Okay, vielleicht kommen wir gleich an sie ran. Erstmal gehen wir hier hoch. Und reden mit dem ja wahrscheinlich, oder? Den? Keine Ahnung. Ne. Kehren wir mit gar keinem, alles klar. Okay. Das sieht so verdächtig aus, das Ding hier. Sehr, sehr verdächtig. Aber hier passiert gerade nichts. Hier haben wir Fische halt, ne? Das, könnten die vielleicht irgendwas bedeuten? Das ist eine Robokrabbe oder irgendwie sowas ist das? Ah ja. Kuh, sag bloß nicht. Ich glaube nicht, dass das eine besonders gute Idee ist. Was sollte die hier mal damit rumfliegen? Zur Abwechslung bin ich ganz der Meinung von Fräulein Fina. Dieses Gerät sieht gefährlich aus. Es muss einen anderen Weg in die Pyramide geben. Ja, einen anderen Weg. Natürlich. Genau danach werden wir suchen. Ich muss zugeben, ich kenne keinen anderen Weg. Oh nein! Minos, helft mir! Ich will auf keinen Fall fliegen, jedenfalls nicht in dieser Maschine. Ich würde es vielleicht versuchen, aber nur um euch zufriedenzustellen, Kuro. Na dann. Ding, 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 ding. Können wir jetzt fliegen? Willkommen in der wunderbaren Welt des Kugelhagels. Ballermodus. Ah ja. Unten rechts seht ihr unsere Munition sozusagen. Oder? Ne, doch jetzt nicht mehr. Punkte werden teilweise selber aufgesammelt, das ist schön. Okay. Achso, das war glaube ich unsere. Die Leiste gerade mit der Fähigkeit zweimal zu schießen auf einmal. Hier dir. Die haben wir nur kurz zeitbegrenzt. Aua. Die hatten wir gerade nur zeitbegrenzt gehabt. Wow, ist das. Holy shit. Ich glaube, ich muss alle töten, bevor es weitergeht, ne? Bisschen schwierig. Erstaunlich ist nicht beschissen. Okay, Fina. Ah, Fina. Ich stelle die ganze Zeit Fina, merke gerade. Dass ich die ganze Zeit die Fähigkeit von Fina benutze. Weil F drücken ist angreifen und F drücken ist auch. Niung. Aua. Health. Wunderbar. Ich bleibe mal ganz hinten. Hua! Ey, du weißt ja nicht, was hier Coins ist und was hier diese komischen Dinger sind, die ballern. Ja, war klar. Weil einfach irgendwann so viel ist, dass man das nicht mehr sieht. Ah, hatte meine Fähigkeit nicht mitgenommen. Nicht mitnehmen können. Ja, und scheiße, das ist so witzlos. Los, Fina, tu deinen Dienst. Wow, vierfach sogar, wunderbar. So, mein Leben wieder hergestellt so ein bisschen. Sieht schwerer aus, als es ist, würde ich meinen. Kann das kein Menas? Schauen wir gleich mal. Na, Boss?
Was geil, dass wir fliegen können. Biblos! Okay, das kann er. Aua. Aua. Wow. Ja, pff. Ausweichen unmöglich, ne? Aber es ist nicht da, gleich down. Aber wir auch, ne? 40 Leben nur noch. Ist nicht mehr allzu viel gewesen. Bam! Explodier, du Penner! Am Ende hast du an Fähigkeit gute Schaden gemacht, würde ich meinen. Wir können übrigens, wir haben ja Mana bekommen. Geht's noch weiter, oder? Ne, ich glaube, es ist Ende. Weil unten rechts das Ding geht auch nicht mehr runter. Ne, doch, jetzt geht's wieder. Ha, am Arsch, Alter! Ja, ein Igler. Ey, geil, wenn man sich auch mal kratzen muss, ne? Ist nicht. Level up, geil! 5 Leben, nice. Das ist schön. Ja, klar, weißt du, lässt mich ja noch treffen, ja, oder was? Nein, nehmen wir lieber 4 mit wieder. Hat eine coole Fähigkeit, finde ich. Aua. Geil, kommt noch ein Boss? Jetzt kommt wieder Monster. Immer wenn ein Monster kommt, dann verringert sich die Fähigkeit Dings hier nur. Unten rechts, seht ihr die? Also ist hier nur so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Aua. Ah ja. Kick mal ein bisschen Schaden, so ist das halt. Njo. Das ist cool, wenn wir die Fähigkeit immer die hätten, das wäre total nice. Aber ist leider nicht. Schön, schön. Lass mal das Leben mitnehmen, ist wichtig. Wer weiß, dass hier noch für Bosse kommen. Aber ich gebe auf jeden Fall sehr viel Erfahrung, ne? Seht ihr das? Ganz gute Erfahrungspunkte. Und Coins auch nochmal, jo. Uiuiui, ey. So, noch ein Bossgegner und das war's dann, oder wie? Ne, immer noch nicht. Ach, haben wir diese Einigler hier, ey. Irre. Lustigerweise treffen mich manche Kugeln von den Gegnern einfach nicht. Also, nicht, dass ich was dagegen hätte, finde ich total toll. Weil teilweise einfach zu viele sind, aber hey, okay. Vielleicht braucht er eine Fähigkeit. Da bist du ready. Bam! Ja, guck dir mal die Kugeln an. Holy shit, was ist denn da los? Na, komm her. Wunderbar. Und noch eins. Bam! Und noch einer. Yeah! Ja, übertreib noch ein bisschen mit den Dingern. Ja, ja. Au, au, au. Überall au. Ich ziehe schon gar nicht mehr, ich baller immer noch drauf. Ziehen ist total überflüssig. Ich werde, es kommt sicherlich noch ein Boss. Ah, naja, sieht nach. Ja? Ja, doch. Sexy, hi, sexy. Hi. Oh, zeig mir seinen Arsch. Ja, Menos macht ganz gut Schaden. Zeig mir schon wieder seinen Arsch. Unglaublich. Na sicher, dreht er sich nicht mehr um dafür. Bam! Killed, Bitch! Geht's immer noch weiter, ey. Jetzt reicht's aber langsam. So, wirklich Bock habe ich jetzt nicht mehr. War schon wirklich extrem anstrengend, so zu spielen. Keine Gegner mehr, bitte!
Oh wow. Ha! Okay, immer wenn ich die treffe, dann lässt du sowas raus, okay. Oh mein Gott. Ich muss auf jeden Fall Fina mal mit dem Mana bestärken oder verstärken. Damit sie auch mal die zweite Stufe ihrer Fähigkeit bekommt. Wäre schon ganz praktisch, ne? So, die sollen mal explodieren, die Dinger. Oh, der explodiert gleich, da ist er schon. Na komm. Bam! Wir haben übrigens wieder ein Level. Das ist krass, so zwei Level in einem Dings zu bekommen, ist echt schon echt heftig, ey. Muss schon was bedeuten dann. Oh yeah. Her damit. Au, au, au. Wie gesagt, lustig, dass einige treffen, einige Attacks vom Gegner und einige wieder nicht. Oh Gott, Level up, danke. 2, 3 und 4 Leben dazu, sehr schön. Ein bisschen vergewaltigt den Kleinen noch. Oh, da geht wieder... Die Leiste ging runter, aber ich konnte die Gegner wieder nicht angreifen. Nicht so cool. Ah. Wow. Jetzt nimmt da ein bisschen Überhand hier, oder? Minimal. Ehrlich gesagt, weiche ich hier gerade nur noch aus. Ich kann überhaupt mich gar nicht konzentrieren auf irgendwelche Gegner oder so. Boah, ein bisschen Leben, ja, wäre nicht schlecht. Ich habe nämlich kaum noch was. Da ist was, wunderbar. Ach, geil, Leben. So, jetzt kommt wieder der Boss wahrscheinlich. Nö, immer noch Monster weiter. Warum nicht? Mein Mann hat da doch nichts zu tun, man. Ist ja nur mittlerweile schon seit 10 Minuten dieser Scheiß hier. Jedes Mal, wenn ich getroffen werde, dann resettet sich meine Aufladung hier mit Fina. Ja, 47 HP nur noch. Ist nicht mehr sonderlich viel. Der war fail. Ach, danke. 6 HP nochmal dazu. Ich glaube, jetzt kommt ein Bossgegner. Ey, komm, jetzt muss ein Bossgegner kommen und dein Ende hier endlich. So, Scissor. Geil. Okay. Ja, komm, Leute, ernsthaft? Denn ohne Scheiß? Wirklich? Naja, okay, das war es wahrscheinlich gewesen. Warum? Ich weiß nicht, wo der hinläuft. Na, ich bin tot. Gib mir Leben, danke. Ah, ich bin tot, gleich. Ja. Es ist einfach unmöglich. Ich kämpfe hier 15 Minuten lang. Entweder bei... Ja, bei Scissor fangen wir wieder an. Ja, wir sind ja mit vollem Leben, ne? Ist ja was ganz anderes, als wenn ich da mit 40 Leben reingehe. Aber es ist einfach irgendwann unmöglich. Du musst dich so krass konzentrieren, dass du einfach keine Kraft mehr dafür da hast.
Wir müssen die auf jeden Fall vorher kaputt machen, die Eier, bevor die platzen. Wow, 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 okay, okay. Fail! Ach nein, Menos. Der ist jetzt dummerweise ein bisschen vorzeitig losgegangen. Das muss ich auch mal kratzen, danke. Kein Leben für mich. Tot! So, reicht es endlich mal? Er hätte es noch weitergeht und Scheiß, ich kann nicht weitermachen, naja. Es geht ernsthaft noch weiter? Nein, geht's nicht. Weiter so gut. Hat die Fresse, ey. Wir nähern uns der Pyramide. Hey, wisst ihr, wie man dieses Ding landet? Was? Im Ernst? Warum habt ihr das nicht vorher gesagt? Naja, aber um uns Wasser. Wir müssen da unten, zwar schnell. Jetzt. Oh, Leute, das ist einfach nur eine mega krasse Anstrengung nach der anderen. Das ist irre. Bam! In die fucking Pyramide rein. Uff. Kuro. Lebt ihr noch? Schade. Ey, was soll das denn jetzt heißen? Erinnert mich daran, euch nie wieder ans Steuer zu lassen. Steh erst mal auf, bevor du hier rumbrüllst. Das Level war einfach viel zu krass, viel zu lang einfach nur. Fand ich jetzt so. Immerhin habt ihr uns ans Ziel gebracht, Exterminator. Wir haben es auf die Spitze der Pyramide des Propheten geschafft. Und das ist alles, was zählt. Nein, da liegt ihr falsch. Was seht ist, dass wir heute um einer gestorben wären. Das war viel zu riskant. Da bin ich nicht so sicher. Seit wir uns begegnet sind, habe ich viel nachgedacht. All die Dinge, die uns zugestoßen sind, das war doch bestimmt nicht alles reiner Zufall. Man könnte meinen, dass die Ereignisse miteinander verwoben wurden, um uns zu den Hauptdarstellern in einer Geschichte zu machen, die weit über uns hinausreicht. Als ob etwas oder jemand Macht über unser Schicksal hätte. Ich. Ich dachte, Dämonen glauben nicht an Schicksal. Das stimmt, beziehungsweise hat es gestimmt. Ich weiß nicht mehr, woran ich glauben soll. Und seid ihr fertig mit Labern jetzt endlich, ey? Meine Fresse. Ich will mal wieder richtig mit dem Schwert kämpfen. Hier also ist der legendenumwobene Zeitstein. Das ist er, ja. Hammermäßig, los, schnappen wir ihn uns und verschwinden, bevor uns jemand sieht. Zu spät. Ist das der Prophet? Tatsache. Ha, ihr seid also zurückgekehrt. Also, wisst ihr, es ist nicht besonders höflich, jemanden zu unterbrechen, wenn sie gerade beim... Das hier ist mein Heim. Ich sage ihr, was ich will. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Nee, 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 nee. Jeden Tag, nee, immer ein bisschen mehr. Nee. Macht zu gewinnen, diesen Stein zu erlangen. Um euch zu besiegen, großer Zerstörer. Jetzt ist es offiziell. Dieser Typ hat einen Sprung in der Schüssel. Kuro, der große Zerstörer? Genauso wahrscheinlich gibt 2 plus 3, 7. Da muss ich nachrechnen. 2, 3, 7. Nee. 2 mal 3 mal 7 mal 42. Die Zahl der großen Zerstörer. Des großen Zerstörers. Jetzt chillt aber erstmal eine Runde, Herr Prophet. Scheinbar will er euch im Einzelkampf herausfordern. Die perfekte Trainingsgelegenheit. Vergesst nicht, Exterminator. Der Trick besteht darin, ihn zu besiegen, bevor er gewinnt. Kein Grund, mir zu danken. Ich helfe gern. Ihr könnt ihn bestimmt besiegen und ich werde euch so gut wie möglich unterstützen. Halt die Fresse. Gefunden. Okay, wir machen das Ganze ganz kurze Pause, weil schon wieder 20... Gibt's keine Möglichkeit, weißt du, von einem fucking Kampf in den anderen, ey. Das ist unglaublich. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge von Evoland 2. Bis dann. Ciao.